We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Ja, wohl selten ist es so angebracht, vom Ende einer Ära zu sprechen wie an diesem Abend. Die englische Premierministerin Liz Truss hat es gesagt. Queen Elizabeth II. Ist heute gestorben. Ein großer Schock für das Land und die Welt. Mit dieser traurigen Nachricht beginnen heute die Tagesthemen. Noch vorgestern hatte die 96-jährige Königin Liz Truss den Auftrag zur Regierungsbildung gegeben. Sie bewahrte Haltung, auch wenn ihr dies da schon sichtbar schwerfiel. Es war wie eine Vollendung ihres öffentlichen Lebens. Das Leben einer stets dienenden, würdevollen, verlässlichen Königin, deren Verlust nun ein ganzes Land schmerzt. Anna Mundt. Die Fahne auf Halbmast. Queen Elizabeth II. Ist tot und eine Ära zu Ende. Zu Tausenden strömen die Briten am frühen Abend zum Buckingham Palast, um Trauer und Anteilnahme auszudrücken. Ich kann es gar nicht glauben. Sie war zwar schon älter, aber man kann es dann trotzdem nicht glauben, wenn es dann passiert. Sehr traurig. Sie ist so bedeutsam. Sie führt dieses Land länger, als viele Menschen leben. Ich finde, sie war fantastisch und ein Vorbild für uns alle. Es ist diese Nachricht, die heute um die Welt geht. Nach alter Tradition des Königshauses macht der Palast den Tod der Queen auf Schloss Windsor öffentlich bekannt. Die Queen ist friedlich in Balmoral verstorben. Der König und die Königsgemahlin bleiben heute Abend in Balmoral und kehren morgen nach London zurück. Der König ist nun Charles. Hier auf Schloss Balmoral in Schottland waren er und der Kreis der engsten Familie in ihren letzten Stunden an der Seite der Queen. Der Tod meiner geliebten Mutter, ihrer Majestät der Königin, ist ein Moment der tiefen Trauer für mich und alle Mitglieder meiner Familie. Eine der ersten, die heute über den Tod der Queen informiert wurde, ist Großbritanniens neue Premierministerin Liz Truss. Während auch über der Downing Street Trauerbeflaggung aufgezogen wurde, drückte Truss Respekt und Anteilnahme aus. Durch dick und dünn hat uns Queen Elizabeth Stabilität und Stärke gegeben. Sie war das Herz und die Seele des Vereinigten Königreichs und wird es für immer bleiben. Währenddessen fehlen vielen vor dem Buckingham Palast Worte für ihre Trauer. Doch sie stehen zusammen an diesem schwierigen Abend für das Vereinigte Königreich.